Jawohl, an liebe Freunde zum neuen Spiel. Ihr habt es ja in Community Tab, habt ihr ja in der Umfrage gesagt, dass die meisten von euch einmal No One Survived sehen wollen würden. Und genau damit fange ich jetzt an. Es ist wieder live aufgenommen, aber trotzdem für euch extra hochgeladen. Ja, und ich glaube, wir machen Einzelspieler erstmal, weil ich hätte, glaube ich, auch gar keinen, der mit mir spielt. Dementsprechend fangen wir da einfach mal an. So, wir nehmen ab jetzt natürlich immer weiblich. Alexa von Eich ist immer zugegen. So, aber hier, ich kenne das Spiel noch gar nicht, habe noch nahezu nichts gesehen, kann deswegen auch gar keine Infos geben. Oh, machen wir richtig schön Karamell, ne? Oh ja. Ja. Das ist, oh, Sommersprossen, alle. Hautglanz. Oh. Oh ja. Ja, komm. Ob das hier nice aus? Ah, rund mag ich es auch ein bisschen, ne? Was war eins? Ich mag es so ein bisschen rund. Nehmen wir das. Ohrtyp. Ah. Also, ich meine, was ist das denn bitte? Das sind ja Elefantenohren. Auch so ganz kleine zierliche. Ja, da haben wir sie doch. Nase. Ja, so einen dicken Bolzen. Wir machen es wie Annalena, die hat auch eine ganz kleine Nase. Nasenrücken. Genau, und so ein bisschen sie hat so eine Welle. Dann, ja, nee, mit euch passt, glaube ich, schon. Ja, kann man es so sehen. Boah, ist ja original ihre. Das ist ja original ihre Nase. Leute, so sieht Annalenas Nase aus. Ohne Witz. So, Augen mache ich nicht ihre Farbe, weil braun ist kacke. Jetzt schön grün. Ja, grün leuchtend. Jetzt haben wir es. Augenform, große Augen. Was war das denn? Das sind die einzigen großen, ne? Bisschen höher. Da, groß. Entschuldige. Nee, das wusste ich nicht. Dann brauche ich sie runter. Was war hier denn los? Da sind die Pupillen nicht mitgekommen. Das ist Sid. Ah. Belassen wir es in der Mitte hier. Ah. Warte mal. Voll eingedrückt. Voll rausgedrückt. Ich glaube, da ist die goldene Mitte auch das Richtige, ne? So, Augenbrauen, bisschen höher, bisschen tief. Alter, wie kann man denn die Modellierung des Charakters so? Wisst ihr, wie ich meine? Also warum? Da machen wir schön rosa, ne? Rosa Lippen, oh. Rosa, rosa, rosa. Ja, yeah. Guck dir, oh. Das ist es. Und die braucht dicke Lippen. Wie meine Frau. Ja, da, ne? Ja, das passt schon eher. Ja.
Ja, das ist es. Die mit den Aufgespritzten. Wir sind ja wieder ein bisschen runter. Was ist Nasolabia-Falte? Ah, okay. Ja, dann nehmen wir die Pauspäckchen. Ganz klar. So, Wangenknochen schön hoch. Ja, lassen wir wohl mal. So einen richtig ausgeprägten Kiefer. Dann passt halt zu dieser Nase überhaupt nicht mehr der Mund, ne? Ich muss einen ganz kleinen Ticken, muss ich sie größer machen. Sonst wäre nicht gut gewesen. Egal, komm, das lassen wir. Kommen wir wieder zu den richtigen Themen. Schwarze Haare gefallen mir sehr gut. Das gefällt mir. Sättigung. Helligkeit. Oh, Bart. Naja. Aber die Frisur. Oh. Was war das denn? Ach, das war ein Iro. Ja, okay, mein Fehler. Eine heiße Sache. Tja, dann wird es wohl dabei bleiben. Merkmale. Zufällig. Hä? Ach so. Leichtathletik, Ausdauerverbrauch, okay, Meister der Eloquenz, Trunze. Ich habe keine Ahnung, was wichtig ist in dem Spiel, ne? Suchzeit plus 30%. Das hört sich nicht gut an. Der nicht belastbar. Nee, das wollen wir nicht. Eisenmagen, das hört sich gut an. Dicke Haut, das hört sich auch gut an. Das Leben ist zerbrechlich. Schlechte Ausdauer. Lernschwierigkeiten. Das bin ich auf jeden Fall. Kann ich mir das sonst selber aussuchen? Ich weiß es ja nicht. Suchzeit minus 31, das ist gar nicht zartes Fleisch. Ja, das ist sie. Schlechte Ausdauer, ja. Weniger Kraft, das ist in Ordnung. Das passt. Da sehe ich uns. Hey, Nikoman. Ja, wieder ein Early Access Survival Game. Und Kasikolo und Chaco, die Horror-Alte, bitte? Die sah doch Hammer aus. Alexa, guck dir das an. Na, guck dir die an hier. Das ist so ein Schnucki. Neu. Nee, komm. Wir sind gerade soweit. Neues Spiel. König will endlich spielen. Du Sacknase. So, ich hoffe, ohne Sonderzeichen verwendet. Hab keine Sonderzeichen verwendet. Katastrophe, niemand überlebte. Uff, Alter. Ich weiß nicht, zum Reinkommen? Bonchans Moin. Oder Bonchan. Vielleicht, ne? Tschechien. Uff, ich mache erstmal Freizeit. Ich habe ja keine Ahnung. Angriff der Zombie-Wellen. Ah, okay, das kann man einstellen. Das hört sich auf zumindest noch etwas an, was ich möchte. 7 Tage. Leichenflutwaage. Uff, machen wir hier allgemein. Anzahl Zombies 0,5, machen wir einmal. Zahl der Toten. Viren, oh, das wird hart. Ein Jahr Zeit, 40 Tage, das hört sich okay an. Dauerhafter Tod, nee, das lassen wir erstmal. Das klingt auch für den Anfang ganz gut. 20 Tage Materialaktualisierung, das ist heftig. Das ist ja heftig. 20, also ein halbes Jahr. Machen wir es erstmal.
Let's go. Ja, ist mein erstes Mal und ich wäre euch sehr verbunden, wenn Backseat Gaming so gut es geht eingestellt wird. Und über die Übersetzung brauchen wir schon gar nicht wieder erst reden. Ich muss sagen, von den Einstellungen her sah das richtig geil aus. Der Zombie-Virus ist ausgebrochen. Du hast 3 Jahre im Schutzbunker gelebt, aber die Ressourcen des Schutzbunkers waren allmählich erschöpft. Du wurdest verbannt? Warum? Und dann kannst du die Apokalypse nur noch alleine überleben. Oh, das. Okay. Okay. Okay, mit E sammeln muss ich mich nicht dran gewöhnen. Bewegungsmaus ein bisschen weniger. 5. Das ist direkt bauen. Ein Bogen. Gibt es hier First und Third Person? Nö. Hallo, ihr Einzelspieler. Okay, verstanden. Ja, genau das war es, Nightcore. Es escalated quickly. Okay, also das sieht schon gut aus. Also optisch gefällt mir das. Wir gleich mal was ausprobieren hier. Okay. Nee, gut. Alles verstanden. Und so ein Ding. Und gleich, pass auf, plupp weg. Ist das jetzt meiner? Mein Baum. Okay. Ah, okay. Verstanden. Verstanden, verstanden. Man muss ja erstmal die Mechanik verstehen, ne? Oha. Habe ich unendlich Pfeile. Das wäre mal was. Das ging auch gerade zu weit, bin ich ehrlich. Lassen wir das an der Stelle. So, okay, die Pfeile kann ich einsammeln. Man merke sich auf jeden Fall, dass so ein bisschen der Punkt ein bisschen kacke ist. Gefühlt sind, also, seht ihr dieses Schlieren auch? Das gefällt mir auch nicht. Aber das ist ja geil. Befreien Unstuck. Das ist ja nice. Sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Spiel speichern klingt auch sinnig. Okay. Ah, da ist mein Inventar. 5 Pfeile habe ich noch. Wegschmeißen. Da ist Craften oder was? Holzspeer, Steinspitzhacke, Steinpfeil. Machen.
Ja, erster Eindruck auch, Nico. Okay, das waren Holzpfeile. Nee, Stahlpfeile waren das, okay. Gut, das habe ich verstanden. Gibt es sonst noch irgendwas? Tee? Haben wir hier? Das ist jetzt die Lebensanzeige des Steins. Dann habe ich eindeutig das falsche Ding dazu. Was haben wir denn hier? Also. Okay, habe ich sofort verstanden. Steinmesser? Nee. Spitzhacke da, das drei Steine bräuchte. Ja, ist klar. Aber er sammelt auch. Mit F sammelt er auch auf, obwohl er E steht, ne? Das ist auch heiß. Ja, mir auch, Bonjan. Er ist so Nightcore, deswegen, also ich habe den Beat schon gefühlt. Wie soll ich da mit der Spitzhacke arbeiten? Doch auf! Gut, die Mechanik muss man erstmal wissen. Jetzt kann ich natürlich auch arbeiten. Baumstamm nehmen wir natürlich wieder mit. Ah, drehen kann man auch, geil. So. Was läuft hier? Hey General Schäferz, moin, so ein Insel, grüße dich. So, was haben wir da? Ton. Das wirkt wie etwas, was ich zum Basebuilding brauche, richtig? So, hier 5 drücke. Bauen. Okay, da brauche ich Ziegel schon für. Mülleimer. Stehe ich. So. Okay, finde ich aber gut, das Baumenü an sich. So, Ton brauche ich dann erstmal wohl nicht. Das jetzt erstmal raus, weil ich versuche hier auch ein bisschen einfach die Mechaniken zu lernen. Kann ich das jetzt einfach tauschen? Geil. Oh, jetzt muss
muss ich mich hier erstmal wieder darum kümmern, dass das Ding mitkommt. Ist das eigentlich Salz und Pfeffer? Nee. Phasenpflastern und Trockenbatterie. Okay. Junge, braucht das viel Platz? Scheiß auf die Baumstämme, oder? Wie gesagt, Leute, ne? Ich habe 0,0 Ahnung von dem Spiel. Und ich weiß, manchmal kann man nicht so gut an sich halten. Und will gerne helfen. Was geht sowas? Aber lasst mich erstmal versuchen. Das wollten wir nicht. Das. Nährlösung, Pflanzenmanage. Ach, hier gibt es sogar schon direkt ein Farming-System, ne? Krass. Baumwollsamen, Karottensamen. Heftig. Alles schon mit drin, ne? Da haben so manche andere Spieler haben dafür ein paar Jahre gebraucht, bis sie das drin hatten. Aber never mind. Darum geht's ja jetzt gerade nicht. Ah, warte, Eggy, du hast recht. Leute, die Tasse ist jetzt auch wieder da. Wer eine Tasse gewinnen will, na, ganz einfach mit Ausrufezeichen gucken, wie viel Gold ihr habt. Eine Karte für, um die Tasse zu gewinnen, kostet 500 Gold. Je mehr Tickets ihr habt, desto mehr am Ende des Februars habt ihr die Chance erhöht, die Tasse zu gewinnen. Jeder kann mitmachen. So. Was ist das? Empfindliche Teile? Die sind bei mir immer am besten. Und, oh, Dieterich. Nice. Das ist ja nice. Hey Katja, ein Wunderschön. Was haben wir hier? Zeichnung von Solargruppen. Das sieht nach etwas zum Lernen aus, ne? Ach krass. Ach krass, ach krass. Alter, das. Komm, aber so ein Hasen, den brauchen die nicht immer mit Menschengeräuschen machen. Alter, mir fängt dieses Spiel richtig an zu gefallen, ne? Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, moin Azur, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es in diesem Spiel so, dass es wie bei Project Zomboid erst nach 20 Tagen der ganze Scheiß respawnt. Das heißt, alles, was ich hier finde, ist auch erstmal gefunden. So verstehe ich das. Salpeter. Den kann ich ja auch noch Sprengstoff bauen. Eisenerz, Kupfererz, Silbererz. Kranke Scheiße. Wie gesagt, da haben andere Spieler haben da ewig für gebraucht, bis sie sowas drin hatten. Ich weiß schon gar nicht, was ich alles mitnehmen soll. Ein Topf wäre geil, ne? Gucken wir erstmal das Holz hier raus. Gibt es hier einen Knopf zum Sortieren? Das wäre jetzt mein Highlight gewesen, ne? Das wäre mein absolutes Highlight gewesen.
Moin Thomas. Also ich muss echt sagen, der erste Eindruck ist krank. Militärtasche ruck. Alter. Es geht wieder los. Okay, warte mal. So, ich habe ja was hinten auf dem Rücken. Militärtasche. Bill, wenn Sie jetzt das Schweinefleisch reinhauen, dann gibt es später im Himmel keine Jungfrauen. So ist das doch bei euch, oder? So, ja. Geil. Ich hab den Rucksack gerade in sich selber verpackt. Das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Okay, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Hey, Dante, grüße dich und Sayo, grüße dich aus. Ja, ist so, Sayo. Ich glaube, da sind wir uns einig. Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie das jetzt läuft hier mit den Dingern. Also ich habe eine militärische Tasche. Ach, und Tee, was fürs Schulterlicht. Ich glaube, manches muss ich mir echt merken, ne? Guten Abend, Imme. Oh, Leute, komm. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht krass ist, was hier schon drin ist an Funktionen. Ich werde bekloppt hier. Ich meine, das macht so ein bisschen so. Weiß ich nicht, das macht ein bisschen was mit mir. So, aber ich habe natürlich noch gar keine Ahnung, was mich hier in diesem Spiel erwarten wird. Also das, was mich wirklich ein bisschen wegtiltet, sind die Geräusche. Die machen mich fertig. Wirklich krass. Ich bin sehr froh, das heute auszuprobieren. Also, das war sie wieder so ein bisschen so für mich. Oh, gehe ich jetzt mit der Welle so ein bisschen mit, aber ey, ich bin todeshappy gerade. Fesselt mich gerade voll. Denkt das Auto, das sieht aus, als könnte ich es benutzen. Warte mal. Der gute alte Taringo, warum? Muss ich hier irgendwas einstellungstechnisch? Störungseinstellung. Fahrzeugkontrolle, Handbremse und Scheinwerfer. Gut, das Ding funktioniert jetzt nicht, weil es bestimmt irgendwas nicht hat, aber Benzin haben wir schon gefunden. Das muss ich mir anschauen. Vielleicht braucht er auch eine Autobatterie, ne? Ich bin echt leicht überfragt. Große Flasche Kraftstoff. Er sortiert sogar selbstständig. Gottes Willen. Hey Black Diamond, grüße dich. So. Okay.
Ja, halt an. So doll habe ich jetzt auch nicht geschoben. Ich gehe davon aus. Da. Let's get the party started. Okay, Entschuldigung. Haltbarkeit 0. Ups. Warte, das sah jetzt ziemlich richtig aus und ich werde jetzt noch mal ein bisschen mehr Kraftstoff besorgen, wenn ich welches finde. Hey, Bassmann, guten Abend. Azor, Azor will hoch hinaus. Ist denn hier mit dem Trecker eigentlich? Da habe ich noch gar nicht probiert, ne? Wird auch Nacht langsam. Ich habe. Ist das hier ein Benzin? Das ist eher so ein Gülle-Transport-Ding, ne? Ich glaube, Black Diamond, ich habe es noch nicht gesehen. Bisher habe ich erst einen Hasen erlegt. Okay. Ich brauche noch Reparatur. Shit. Wie benutze ich jetzt die Batterie? Legen Sie für Reparaturen ein Autoreparaturset bei. Verstanden. Leute, ich sage so viel, ne? Es hat mich gerade. Es hat mich. Bin ganz. Ganz außer mich. Sehr helle Nacht, das gefällt mir sehr gut. Hey, locker scheiße ich mich gleich ein, oder? Ich meine, komm. Also an den Sounds müssen wir noch arbeiten, weil das ist auf jeden Fall dieses Geräusch hier. Warte mal eben. Hört mal. Also das, den Sound, den werde ich nochmal überarbeiten wollen. Ah, sehr gut. Ist die Autosortierung. Wait, what? Das ging? Was macht dieses Spiel mit mir? So, nee, es lag daneben. Mein Fehler. Ich hab nichts gesagt.
Wo ist es? Liegt es jetzt irgendwo auf dem Boden? Okay, es muss Reparaturkit heißen. Nee, ich find das Potenzial, was es gerade zeigt, Kaffeevernichter, finde ich krank. Es ist gerade erst raus. Weißt du, was hier eigentlich alles möglich ist schon? Also ist dir das auch aufgefallen, nicht nur mir? Da such aber mal ein Spiel, was so viel kann am Anfang. Ich traue mich irgendwie in der Nacht nicht in die Häuser, wir gehen gleich einfach rein. Mir habe ich die ganze Zeit nur eine Mission. Oh. Ach, guck mal. Da haben wir jemanden. Jetzt in mir, bin ich der Highlander jetzt oder was? Habe ich ihn in mir aufgenommen? Ah, okay, da haben wir Kollege Schnürschuh 2. Machen wir mal schwer. Okay, das könnte optisch ein bisschen schöner sein. Der Laufstil hat mir gefallen. Da habe ich mich gesehen. Hallo? War hier? Okay. Ding ist, ich bin eigentlich schon voll und könnte die Sachen wegpacken, aber ich will die ganze Zeit wissen, was es alles gibt. Kondensator, elektrischer Ofen. Alleine die Vielfalt der Items finde ich gut. Also, ich weiß ja noch gar nicht, ob man mit den ganzen Sachen was machen kann, aber bisher gefällt mir das sehr, sehr gut. Ho, ho, ho. Don't he. Zockt den Kram nicht. Du hast keinen Bock diesmal auf eine Tasse. Also die Sounds, die machen mich irre. Ach Tom. Das sieht nach den richtigen Kisten aus. Oh.
Warte mal eben. Habe ich überhaupt noch einen Baumstamm mit? Passt so, hat er gesagt. Wir kommen gleich wieder. Verlass dich drauf. Ach so, warte mal. Muss der Speer jetzt hin? Der Speer ist weg. Wo ist denn der Speer jetzt eben hin? Oh, das war nice. Also die Waffen, die gefallen mir. Ich werde erstmal. Wir sind ja eh im Singleplayer, das ist das Geile daran. Ich werde erstmal mein Auto als Lagerplatz benutzen. Schönes Akok auch schon, ne? Ja, die Dreche, die brauche ich ja vielleicht noch. Munition 44 habe ich gefunden. Das ist beides nicht das Richtige, ne? Was ist das? Kupferblock, Aluminium, Eisen, Kupfer. Ach, Kupfer 5, ja, verstehe. Uff. Kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden zwischen. Es sieht irgendwie ganz gut aus und irgendwie habe ich mir mehr versprochen von Unreal Engine 5. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Ich mein Spiel jetzt irgendwo den wegpacken lassen, ne? Schade. Wie gesagt, ich bin einfach beeindruckt von den Varianten, die es hier gibt. Ja, Knaller. Waffenöl. Ich dachte, das wäre Toilettenpapier. Ja, okay. Ich glaube nicht, Dante, aber hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Also Permatod habe ich ausgemacht. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Keine Ahnung, was das bedeutet hat, was ich da eingestellt habe.
Ich nehme die ganzen Zeitschriften mit, in der Hoffnung, dass es hier sozusagen so ein Skilltree gibt, wo ich mir dann Sachen erlernen kann, ohne es zu wissen, ne? Erstmal noch nicht, Donti. Oh, eine Mütze. Die nehmen wir mal. Also ganz ehrlich, kacke finde ich das. Also kacke finde ich, dass man... so lange nachdenken muss, wenn man dumm ist. Nee, dass man die Tür nicht zumachen kann, das würde ich sagen. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit Tetris spielen, ne? Abbau? Warte mal, hier ist ein Dolch. Abbau. Direkt Honig abgebaut. Ja, verstehe ich. Was ist da drüben? Hey, hey, hey. Ja. Warte eben. Bitte? Mein Fehler. Der läuft auf jeden Fall so wie ich, wenn ich besoffen bin. Und am geilsten finde ich, dass ich ihn halt in mich aufnehme wie der Highlander. Ein persönliches Highlight für mich. Und Moinsen. Miesi. Alter. Bin ich denn hier? Warum finde ich hier so vielen geilen Scheiß? Das sind zweimal dieselben Zeitschriften, ne? Verwenden. Ah, okay. Es ist scheinbar so, wie ich dachte. Ach, das schraubt meine Mentalität hoch. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Da brauche ich die auch gar nicht so oft. Zeichnung von Solargruppen. Also ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt, ne? Bisher bin ich so... also ich weiß noch gar nicht richtig, wie ich drin bin. Auf der einen Seite feiere ich es, weil ich meine, guck mal, wie... das ist eine neue Badewanne hier. Ja,
Ja, Spiegelbild auch okay. Das erste Anspielen finde ich halt echt nice. Dante, mach nicht so doll, ne? So, hier sind Plantagen. Kann man damit was anfangen? Scheint nicht so. Wie gesagt, Sounds sind katastrophal, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Aber so der Rest. Bin. Warum schlägt ihr denn nicht mehr? Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, Messer ist ja überhaupt nicht zu empfehlen. Oh, der Arm ist ab. Jetzt muss ich erstmal gucken hier, was Verstümmelung 15, Schaden 12. Ah.